Boris Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, USE 15051, 13403 Berlin, 2015, 25. März. An das Landgericht Berlin, nachrichtlich Cour européenne de droit de l'homme, FCZ 075, Strasbourg CD. 591 STVK 85-15, Aktenzeichen ECHR. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Richterin Marx, bezüglich der für den 26. März terminierten Anhörung des Herrn H. R.G. mit der Frage der Fortsetzung der Unterbringung im KMV Berlin sind nun Herr H. und ich übereingekommen, die Stellungnahme des akademischen Personals des KMV, insbesondere der Diplompsychologin I.B. zu ergänzen. Wie auch bei allen weiteren mir bekannten Stellungnahmen, so ist die Stellungnahme der Frau B. ein Sammelsurium aus falschen Tatsachenbehauptungen, unterdrückten wahren Tatsachen und wahnhaften Wunschvorstellungen der Verfassenden. Insbesondere verschweigt die Therapeutin des Herrn H., dass es maßgeblich auf ihre, die soziale Strukturen des Herrn H., beschädigenden, widerrechtlichen Aktivitäten zurückzuführen ist, dass einige Kameraden hier auf Station CMB Schwierigkeiten im Umgang mit Herrn H. haben. In Klammern, wenn sie diese nicht sowieso mit allen Menschen haben, aufgrund der erheblichen Persönlichkeitsdefizite, die hier allgemein zu beobachten sind, Klammer zu. Aus der Fülle der hier von mir erlebten Bösartigkeiten der Frau B. sei beispielhaft die Waschmaschinensache dargestellt. Eines Tages ging der warme Wasserabsperrhahn der Stationswaschmaschine in sperrender Position kaputt. Das ist bei den neumodischen Plastikverschleißteilen leider nichts Besonderes. Prompt unterstellte Frau B. Herrn H., er habe den Wasserhahn mutwillig beschädigt, und zwar mittels eines Schraubendrehers. Ein weiterer ihrer Klienten habe ihr dies berichtet. Ein Klient der Frau B., welcher Herrn H., man muss das leider so bezeichnen, von Herzen hasst. Jener weitere Klient neben den schwächsten Punkt in der mitmenschlichen Umgebung suchenden Hass durch fantastische Darstellung der Realität auffallende Kamerad, mit anderen Worten, der Kamerad lügt wie gedruckt, wie es ihm gerade in sein manipulatives Weltbild passt, Klammer zu, habe beobachtet, wie Herr H. den Wasserhahn zerstörte. So die Aussage der B. gegenüber nochmals weiteren Mitpatienten den Straftatbestand des Therapiegeheimnisverrates erfüllend. Ein absolut gewöhnliches Verhalten der Frau Diplompsychologin. Weiterhin befleißigt sich das Personal der Station CMB KMV Berlin der falschen Verdächtigung des Diebstahls. Herr H. sei es, der dauernd Putzmittel stehle und darin bade, weshalb er einerseits stinke, in Anführungsstrichen, und andererseits kein Putzmittel vorhanden sei. Trotz all dem konnten wir im vergangenen halben Jahr gute Fortschritte in der sozialen Kompetenz des Herrn H. erzielen. Die vor dem Hintergrund einer leiblichen Mutter mit KZ-Erfahrung, Sachsenhausen bei Oranienburg, und früh beginnender DDR-Heimkindheit mit sexuellem und körper- sowie seelisch gewaltigen Trauma erstaunlich intakte Persönlichkeit des Herrn H. zeigt allerdings schwache Ich-Grenzen. Man weiß manchmal nicht so recht, wer da eigentlich vor einem steht. Insbesondere das Merkmal der Verträglichkeit der Persönlichkeitsstörung konnte empfindlich gebessert werden. Herr H. erkennt und akzeptiert, wenn er um eine leise Stimme gebeten wird in der Unterhaltung, was er anfangs empor zurückwies. In Klammern, ich schreie nicht, ihr schreit. Klammer zu. Ein Gespräch anfangs allein duldend möglich, kann nunmehr über einen reinen Vortrag des Herrn H. hinaus echt kommunizierend geführt werden. Bezüglich des Anlassdeliktes ist die Vermutung zu äußern, dass eine Fehleinschätzung provoziert von der angestifteten Falschaussage der vorgeblich geschädigten Jugendlichen, Stichwort Frau W., Kave, wenn Sie diesen Namen erwähnen, haben Sie sich etwas anzuhören, Klammer zu. Herrn H.'s Äußerungen zu halbnackt und aufreizend auftretenden Teenies, die sind doch selber schuld, wenn sie ins Gebüsch gezerrt und vergewaltigt werden, sind gewiss nicht als entschuldigend für eigene Fantasien zu verstehen. Vielmehr beurteilt Herr H. hier eine in dem Sinne natürlich unschuldige Provokation objektiv richtig. Die Schuld liegt natürlich beim gegebenenfalls Vergewaltiger, das ist Herrn H. allerdings bewusst, Klammer zu. Sowieso scheint keine Hypererotisierung bei Verführung durch die Mutter stattgefunden zu haben. Eine Paraphilie ist nicht erkennbar,
Koprolalie, auch eine solche mit sexuellem Hintergrund, besteht seltsamerweise nicht. Herr H. trägt gerne Frauenbekleidung, ohne dabei sexuelle Wünsche weiblicher Art zu hegen. Es gefällt ihm einfach, so wie mancher andere gerne Nadelstreifen trägt. Einem Wunsch nach Geschlechtsumwandlung ist daher eher nicht zu entsprechen. Er brächte keine Besserung der Lebensqualität. Bei einem Gewaltimpuls gegen Sachen, in Klammern Wegtreten eines Mülleimers, Klammer zu, kam es einmalig nach tätlichem Angriff seitens eines Kameraden. Herr Horn hat verinnerlicht und hält sich auch an die Erkenntnis des besonderen Wertes der körperlichen Unversehrtheit des Mitmenschen. Gewalt gegen sich selbst hat ebenfalls nicht stattgefunden. Durch Narben erkennbare Ereignisse liegen jedenfalls mehrere Jahrzehnte zurück. Man kann sagen, das Schlimmste an Traumabewältigung hat Herr H. geleistet. Allerdings sicher schon vor Einweisung in das KMV. Perspektivisch wäre zum jetzigen Zeitpunkt an eine Alphabetisierung zu denken, zunächst im Einzelunterricht. Herr Horn schreibt mit seiner Schreibmaschine Nachrichtenzeilen aus dem Fernsehprogramm ab, größtenteils ohne ihren Sinn zu verstehen, da er nicht lesen kann, jedoch realistisch. Was dort auf dem Bildschirm zu sehen ist, findet sich anschließend auch auf dem Papier wieder. Einmalig fand jedoch eine dissoziative Dekompensation statt, nachdem Herr H. des Rauchens in der Badewanne unausweichlich überführt war. Hier scheint ein erschreckendes, extrem angstbesetztes Trauma verborgen zu sein, welches aufzuarbeiten das akademische Personal hier im KMV jedoch aufgrund konträrer Zielvorstellungen denkbar ungeeignet erscheint. Dem Vernehmen nach scheint eher geplant zu sein, Herrn Horn nach nunmehr abgeschlossener Konstruktion des falschen Bildes wie oben der Unheilbarkeit zu bezichtigen und seiner, wie gesagt, unter Berücksichtigung der Umstände erstaunlich stabilen und vor allem vitalen Persönlichkeit vermittels Neuroleptika in Anführungsstrichen den vermeintlichen, in Klammern, Klammer zu, Rest zu geben, Anführungsstriche oben, Punkt. Normalerweise sollte sich jetzt die Empfehlung anschließen, Herrn Horn in eine beschützte Umgebung zu entlassen, in Klammern betreutes Einzelwohnen mit intensiver Gesprächstherapie durch einen älteren, erfahrenen, jedenfalls männlichen Psychologen, Psychoanalytiker. Praktische Lebenshilfen erscheinen nicht notwendig, Klammer zu. Jedoch muss bezweifelt werden, dass es in der deutschen Psychiatrie insgesamt eine solche Hilfestellung gibt. Diesbezüglich bleibt also nur eine konsternierte Ratlosigkeit. Intra- wie extra-moral nicht den Hauch eines Anscheines einer am Gemein- oder Patientenwohl interessierten psychiatrischen Versorgung in Deutschland. Abschließend möchte ich mich noch einmal bei der 91. Strafkammer nach der Herkunft der bei ihr geführten Parallelakte zu meinem Strafvollstreckungsverfahren, in Klammern offensichtlich gefälscht, Klammer zu, 591 STVK 359 Vollzug aus 2014 erkundigen, beziehungsweise an die Erledigung meiner Anfrage vom Januar erinnern, wie Sie das wohl formulieren würden, Klammer zu. Vielen Dank, Johannes Buhlmann.